diese Woche in Vatikano. Erfahren Sie mehr über die neuen Heiligen, die nach 2 Jahren Pandemie zur Ehre der Altäre erhoben werden, und über das Wunder, das Charles de Foucault den Weg zur Heiligsprechung geebnet hat. Treffen Sie eine Familie, die eine Mission der ganz besonderen Art hat, und erfahren Sie im Marienmonat Mai, was es mit dem ältesten Bild der Mutter Gottes auf sich hat. Das und mehr gleich in Vatikano. Am 15. Mai hat Papst Franziskus 10 Diener Gottes zu Heiligen erklärt, Priester, Ordensleute und Laien aus Frankreich, Italien, den Niederlanden und Indien. Der selige Lazarus wurde 1712 im Süden Indiens geboren. Der auch unter dem Namen Devasahamiyam bekannte Selige stammte aus einer hinduistischen Adelskaste. Dank seiner Bildung und Intelligenz brachte er es bis zum hochrangigen Hofbeamten im Königreich Travancore. Nachdem er sich öffentlich als Christ bekannt hatte, wurde er von Soldaten seines Glaubens wegen ermordet. Der selige César de Bus wurde 1544 in einer kleinen Stadt in der Provence in eine zutiefst christliche französische Adelsfamilie hineingeboren. Im Alter von 18 Jahren begann er eine erfolglose militärische Laufbahn. Als sein Vater starb, übernahm er die Verwaltung des Familiengutes. Der junge César führte jahrelang ein weltliches Leben, bis er 1575 im Alter von 31 Jahren zum Christentum konvertierte. Er wurde zum Priester geweiht und gründete die Kongregation der Priester der christlichen Lehre. Den Rest seines Lebens widmete er der Verkündigung des Evangeliums und der Sorge für die Geringsten. Der selige Aloysius Maria Palazzolo wurde 1827 als jüngstes von 9 Kindern im italienischen Bergamo geboren. Er zeichnete sich schon in jungen Jahren durch Disziplin, einen tiefen Glauben und Aufmerksamkeit für die Leidenden aus. Nach seiner Priesterweihe widmete sich Aloysius zahlreichen Initiativen der Nächstenliebe und der geistlichen Bildung, die vor allem an Jugendliche und Bedürftige gerichtet waren. Er gründete die Kongregation der Schwestern der armen Mädchen und die Kongregation der Brüder von der Heiligen Familie. Der selige Justinus Maria Russolillo wurde 1891 als drittes von 10 Kindern in der italienischen Provinz Neapel geboren. Justinus zeigte schon in jungen Jahren große Frömmigkeit. Im Alter von 5 Jahren empfing er die Erstkommunion. Mit 10 Jahren trat er ins Priesterseminar ein. Mit 22 wurde er zum Priester geweiht. Sein besonderes Interesse galt der Suche und Förderung von Berufungen, mit besonderem Augenmerk auf der Sorge für die Armen und Benachteiligten. Er gründete die Ordenskongregation der Vokationisten und deren weiblichen Zweig, die Vokationistinnen-Schwestern. Der selige Charles de Foucault wurde 1858 in Frankreich geboren. Der Spross einer reichen christlichen Adelsfamilie wurde schon im Alter von 6 Jahren weise und wuchs bei seinen Großeltern auf. In seiner Jugend verlor er den Glauben und führte ein ausschweifendes, weltliches Leben. Als er 28 Jahre alt war, führte ihn eine Reise nach Marokko, wo er mit dem Islam in Berührung kam. Er fand wieder endgültig zum katholischen Glauben zurück, beichtete und empfing die Eucharistie. 1901 wurde er nach jahrelanger Vorbereitung zum Priester geweiht und machte sich auf den Weg nach Nordafrika. Den letzten Abschnitt seines Lebens verbrachte er im Herzen der Sahara, bei den Tuareg, wo er als Armer unter den Armen das Heil der Menschen zum Sinn und Zweck seines Lebens machte. 1916 wurde er im Alter von 58 Jahren von Aufständischen ermordet. Die selige Maria Francesca von Jesus Rubato wurde 1844 in der Provinz Turin geboren. Von klein auf widmete sie sich den Werken der Nächstenliebe, der Katechese und der Pflege der Kranken und Bedürftigen. Im Alter von 40 Jahren wurde sie in die damals entstehende Ordensgemeinschaft der Kapuzinerinnen von Luano aufgenommen,
die heute nach ihr als Kapuzinerinnen von Mutter Rubato bekannt ist. Sie widmete den Rest ihres Lebens dem Dienst an Bedürftigen und der Evangelisierung der Völker. Die selige Maria Domenica Mantovani wurde 1862 als Kind armer, aber tief religiöser Eltern in der italienischen Provinz Verona geboren. Schon früh entwickelte sie eine tiefe religiöse Sensibilität. Ihr Ortspfarrer, Josef Nascimbeni, ermutigte sie, Kranke zu besuchen und in der Pfarrei Katechismusunterricht zu erteilen. Im Alter von 24 Jahren gründete sie zusammen mit ihm die Kongregation der kleinen Schwestern von der Heiligen Familie und legte ihre feierliche Profess ab. Der selige Titus Brandsma wurde 1881 in den Niederlanden geboren. Schon in jungen Jahren verspürte er die Berufung zum Ordensleben. Wegen seiner schlechten Gesundheit wurde er nicht in den Franziskanerorden aufgenommen und trat schließlich in den Karmeliterorden ein. Im Alter von 24 Jahren wurde er zum Priester geweiht. Nach einem Studienaufenthalt in Rom kehrte er nach Holland zurück, wo der Nationalsozialismus alle Bereiche der Gesellschaft zu vergiften begann. Als Journalist wirkte er mit Wort und Tat gegen die nationalsozialistische Ideologie. Er verteidigte die Pressefreiheit und besuchte katholische Zeitungen, um sie zur Unterlassung von Propaganda aufzufordern. Im Januar 1942 wurde er verhaftet und nach monatelanger Haft im Juni in das Konzentrationslager Dachau gebracht, wo er am 26. Juli durch eine Giftspritze getötet wurde. Im Namen der Verteidigung der Kirche und der Menschenwürde ertrug der selige Titus mit Gelassenheit alle Arten von Leiden und Demütigungen und gab seinen Mitgefangenen und seinen Henkern ein heroisches Beispiel der Nächstenliebe. Die selige Maria Anna Rivier wurde 1768 in Frankreich geboren. Maria Anna war im Alter von 16 Monaten aus dem Bett gefallen und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass sie ihre Beine nicht mehr benutzen konnte, bis im Alter von 9 Jahren nach vertrauensvoller Hingabe an die Gottesmutter auf wunderbare Weise die vollständige Heilung erfolgte. Von diesem Moment an versprach sie, ihr Leben den Armen und Ausgegrenzten zu widmen. Wegen gesundheitlicher Probleme wurde sie erst 1796 zum Ordensleben zugelassen. Mit Erlaubnis ihres Bischofs gründete sie die Kongregation der Schwestern von der Darstellung Mariens. Ihr ganzes Leben lang stand sie im Ruf, heilig und tugendhaft zu sein, und dieser Ruf wuchs nach ihrem Tod noch um ein Vielfaches. Die selige Maria von Jesus Carolina, Santo Canale, wurde 1852 im italienischen Palermo geboren. Sie wuchs in einer wohlhabenden christlichen Familie auf. Im Alter von 19 Jahren vertraute sie ihren Eltern den Wunsch an, sich Gott zu weihen. Ein Wunsch, den ihr Vater nie akzeptierte. Carolinas Ideal war das gottgeweihte und karitative Leben in einem Kloster, wobei sie hoffte, das Kontemplative mit dem aktiven Ordensleben verbinden zu können. Sie beschloss, ihr Leben Armen, Kranken und Frauen zu widmen. 1910 gründete Schwester Maria von Jesus die Kongregation der Kapuzinerinnen der unbefleckten Empfängnis von Lourdes und widmete ihr Leben den Werken der Nächstenliebe. Herzlich willkommen zu den Vatikano-Updates für diese Woche mit den wichtigsten Nachrichten vom Heiligen Vater und dem Vatikan. Papst Franziskus hat den Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis anlässlich der feierlichen Vereidigung von 36 neuen Rekruten der päpstlichen Schweizer Garde getroffen. Wie das Presseamt des Heiligen Stuhls mitteilte, begrüßten beide Staatsoberhäupter die Verlegung der Schweizer Botschaft an den Heiligen Stuhl nach Rom. Die Vereidigung der neuen Schweizer Gardisten findet traditionell jedes Jahr am 6. Mai statt, dem Jahrestag des Sacco di Roma, als nur 189 Gardisten das Leben des Papstes gegen eine Übermacht von Plünderern verteidigten. Am Ende überlebten lediglich 42 Gardisten, der Papst allerdings auch.
Papst Franziskus sprach in seiner Botschaft zum Weltgebetstag für geistliche Berufungen über die Bedeutung von Berufung im Kontext einer synodalen Kirche. Alle seien berufen, so der Papst, an der Sendung Christi teilzuhaben, die Menschheit zu vereinen und sie mit Gott zu versöhnen. Der Heilige Vater betonte, dass jeder Mensch eine Berufung hat, auch diejenigen, die nicht zur Weihe berufen sind. Japans Premierminister Fumio Kishida traf sich mit Papst Franziskus und teilte den Vertretern des Vatikans seine tiefe Besorgnis über Chinas Vorgehen im Südchinesischen Meer und die Menschenrechtssituation in Hongkong und Xinjiang mit. Laut einer Erklärung der japanischen Botschaft beim Heiligen Stuhl hatte Kishida einen fruchtbaren Meinungsaustausch mit Papst Franziskus, bei dem die Themen wie die russische Invasion in der Ukraine zur Sprache kamen, aber auch die Situation in Ostasien und Nordkorea. In seiner Ansprache an die Mitglieder des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen sagte Papst Franziskus, dass die Barbarei des Krieges einen neuen Anstoß geben sollte für die Einheit der Christen. In seiner Rede sagte der Pontifex, dass die christlichen Gemeinschaften erkennen müssten, dass sie sich mit den Mitgliedern anderer Konfessionen auf einen gemeinsamen Glaubensweg befinden. Wenn eine Gemeinschaft versuche, einen Alleingang zu machen, laufe sie Gefahr, so wörtlich, sich selbst zu genügen und sich auf sich selbst zu beziehen, was ein großes Hindernis für die Ökumene ist, so Papst Franziskus. Der Pontifex hat auch davor gewarnt, die Liturgie für eigene Ideologien zu instrumentalisieren. Es sei nicht möglich, Gott anzubeten und gleichzeitig die Liturgie zu einem Schlachtfeld für bestimmte Themen zu machen, so der Heilige Vater vor Studenten des Päpstlichen Liturgischen Instituts. Die Liturgie solle zu einer größeren kirchlichen Einheit im Leben und im Studium führen, nicht zur Spaltung, unterstrich der Papst. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus dem Vatikan für diese Woche. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm und grüße Sie ganz herzlich. Für EWTN aus Rom, Ihr Rudolf Gehrig. Vor den Toren Roms in Trefontane erinnert eigentlich nichts an die Hitze und Einsamkeit der Sahara. Und doch ist der wüstenheilige Charles de Foucault hier allgegenwärtig. Hier, im Kloster der Piccole Sorelle di Gesù, befindet sich ein Museum, in dem persönliche Gegenstände Charles de Foucault aufbewahrt werden. Um die Tuareg daran zu gewöhnen, Gott anzurufen, schuf er diesen Rosenkranz, indem er statt des Vaterunsers sagte: Mein Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen und mit meinem ganzen Wesen. Und für die Perlen verwendete er statt des Ave Maria die Namen Jesu nach muslimischer Tradition. Pater Andrea Mandonico hat eine Biografie über Charles de Foucault geschrieben. Ihr erzählt, wie der junge Charles seinen Glauben verlor und dann doch wieder zu Gott fand. Dieser Mann war ein echter Gottsucher. Er gab sich nicht mit dem zufrieden, was andere sagten. Er erniedrigte sich selbst, obwohl er nicht glaubte. Er brachte Stunden in der Kirche zu und flehte unablässig: O Gott, wenn es dich gibt, dann gib dich mir zu erkennen. Wie Pater Andrea betont, ist Charles Foucault zwar am 1. Dezember 1916 in der Sahara ermordet worden, starb aber nicht als klassischer Märtyrer. Er sagte, dass alle, Muslimen, Christen, Heiden und Juden, in ihm einen Bruder finden sollten, der sich um sie sorgt, einen Freund, dem sie vertrauen können. Warum wurde er getötet? Er wurde ja nicht von den Tuareg getötet, die er gut kannte. Er wurde von den Senussi umgebracht, die aus Libyen kamen und gehört hatten, dass in seinem Haus Waffen der französischen Armee versteckt waren.
Sie kamen also, um sie zu stehlen, und dabei wurde er umgebracht. Er wurde getötet, weil dem jungen Burschen, der ihn bewachen sollte, die Nerven durchging. Er war 15 oder 16 Jahre alt, bekam es mit der Angst zu tun und schoss ihm in den Kopf. Aber er wurde von der Kirche nicht als Märtyrer betrachtet, weil er nicht aus Glaubenshass getötet worden war, sondern bei einem Raubüberfall in seinem Haus. Noch Jahre nach seinem Tod wurde Charles Foucault von vielen Gläubigen verehrt. Der Mann, der selbst nie ein Kloster gegründet hatte, diente als Inspiration für viele Ordensgründer. Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heilsprechungsprozesse, erklärt die Faszination, die Foucault ausübt, wie folgt. Charles de Foucault befand sich in einer Situation, in der man ihn hätte fragen können, wer zwingt dich, das zu tun? Warum tust du dir das an? Ist es das wirklich wert? Gibt es keine anderen Probleme, keine anderen, wichtigeren Situationen, wo sich ein Eingreifen mehr lohnt? Aber er hat sich auf die Seite dieser Menschen gestellt und sein Leben gelassen, ohne es zu wollen. Das Martyrium wird nicht gesucht. Die Kirche erkennt nicht den Märtyrer an, der es sucht. Sie erkennt die als Märtyrer an, die das Martyrium erleiden. Menschen also, die für eine lohnende Sache ihr Leben gegeben haben. Das Wunder, das den Weg zur Heiligsprechung des Charles Foucault geebnet hat, ist keine klassische Heilung. Es fällt unter die Kategorie Schutz in einer Gefahr. Es handelt sich um einen spektakulären Unfall, der sich im französischen Saumur ereignet hat, der Stadt in der Diözese Angers, in der Charles Foucault seine Militärausbildung durchlaufen hat. Am 30. November 2016 stürzte ein 21-jähriger Zimmermann bei Renovierungsarbeiten an der Charles Foucault gewidmeten Kapelle 15,5 Meter in die Tiefe und entging nur knapp dem Tod. Der Name des Zimmermanns war Charles. Sein Chef François Asselin erinnert sich. Er landete bei dem Sturz auf den Füßen einer umgekippten Kirchenbank. Eine Holzleiste bohrte sich in seinen Körper, gleich unterhalb des Herzens. Er wurde praktisch aufgespießt. Der französische Zimmermann war weder getauft, noch wusste er, wer Charles Foucault war. François Asselin erzählt uns, dass seine Frau sofort zu beten begann und auch dem örtlichen Pfarrer informierte. Und der erinnerte sich daran, dass sich am nächsten Tag, dem 1. Dezember 2016, der 100. Todestag von Charles Foucault jährte. François Asselin besuchte seinen Arbeiter mehrmals im Krankenhaus und brachte ihm sogar Comics über den seligen Charles Foucault mit. Il aurait pu mourir 10 fois. Er hätte eigentlich tot sein müssen. Er wurde operiert und alles lief gut. Kein einziges lebenswichtiges Organ war verletzt worden. Es gab keinerlei Komplikationen oder Nachwirkungen, weder psychischer noch physischer Art. Man könnte es auch das erste bekannte WhatsApp-Wunder nennen. Dank der Frau von Bauunternehmer Asselin, die den Messenger-Dienst nutzte, um den Pfarrer zu informieren und damit eine wahre Gebetskette auslöste. Mit Charles Foucault haben die Katholiken weltweit nun einen Heiligen, der uns auch heute noch als Vorbild dienen kann. Die Zeit wird zeigen, welche Wunder der Heilige auch heute noch in den Wüsten der Einsamkeit unserer Gesellschaft bewirken kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben 4 Kinder und leben im Zentrum Roms. Und dann stellen Sie sich vor, Sie würden 27 Studenten bei sich aufnehmen, wenn da das Haus nicht schon vorprogrammiert ist. Nicht aber für die Familie Assaf. Für sie ist diese Normalität eine Berufung und ein Dienst geworden.
Umgeben vom Lärm und Chaos der ewigen Stadt liegt das Haus der Asafs. Hier leben Andrea und Toni Asaf mit ihrer Familie und den ihnen anvertrauten Studenten. Das ist der Campus von Roots in Rome, unserem Familienunternehmen für Pilgerreisen und Studentenprogramme. Die Studenten, die bei uns leben, studieren hauptsächlich Kunst, Architektur und Geisteswissenschaften. Im Moment haben wir 27 Studenten, die ein Semester lang bei uns wohnen. Das hier ist der Schutzpatron des Hauses, der heilige Antonius von Padua. Das hier sind unsere zwei Kleinsten, Cordelia ist 5, Valentina 9. Das da drüben ist Josef, erst 14. Und dann haben wir hier noch die Schwester eines unserer Studenten, die in der Karwoche zu Besuch ist. Und dort drüben haben wir den Koch des Campus, der zufällig auch mein Mann ist. Hey guys. Hallo Leute, kommt rein, herzlich willkommen. Also, hier kochen wir, eigentlich für etwa 35 bis 40 Leute, Mittag und Abendessen. Heute ist alles ein bisschen hektisch. Heute gibt es ein libanesisches Nationalgericht. Zuerst schneiden wir die Auberginen und den Salat, dann bereiten wir das Shawarma vor, das berühmte Fleischgericht mit Knoblauchsoße. Die Studenten werden gleich zum Mittagessen kommen. Wir müssen also schnell noch den Salat fertig machen. Wir haben Andrea und Toni Asaf gefragt, wie es dem Entschluss gekommen ist, so viele Studenten aufzunehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das bewusst beschlossen haben. Es ist aber definitiv zu einer Mission geworden. Und weil es eine Mission ist, bringt es viele Opfer mit sich, was die Privatsphäre angeht, die Ordnung und so weiter. Es ist schließlich ein einziges Kommen und Gehen. Aber es ist auch eine sehr bereichernde Art zu leben. Wir lernen viele Menschen kennen, bauen Beziehungen zu ihnen auf und dann kommen schon die Nächsten. Und jedes Mal, wenn eine neue Gruppe kommt, werden wir durch ihre Persönlichkeiten, ihre Erfahrungen bereichert. Und dann sehen wir auch Rom mit ihren Augen. Wir haben Studenten, die bei den Asafs leben, gefragt, wie es ist, in Rom bei einer Familie zu leben. Es ist eigentlich ein bisschen wie zu Hause. Ich habe kleine Geschwister. Ich bin gern mit kleinen Kindern zusammen. Und wenn ich mit den kleinen Mädchen der Asafs spiele, mit ihnen Zeit verbringe, dann fühlt sich das wie zu Hause an. Es ist sehr entspannend. Eine Familie ist doch eigentlich wie eine Art Kirche im Kleinformat, oder? Und ich denke, es hat mir auch gezeigt, dass jede Familie ihre eigene Berufung hat. Jeder hat seine individuelle Berufung als Person. Das war mir vorher nicht klar. Jede Familie ist zu etwas anderem berufen. Und für diese Familie ist es eben die Unterbringung von Studenten, ihnen zu helfen, Rom zu erleben. Von unserem Fenster aus kann man sogar den Petersdom sehen. Ich erinnere mich, was Herr Asaf in der Einführungsveranstaltung gesagt hat. Wenn man einen Wochenendtrip hinter sich hat, vielleicht 2 Nächte auswärts geschlafen hat, dann will man auch wieder nach Hause kommen. Und das stimmt. Mir ist es auch so gegangen, als ich um 22.30 Uhr im Zug saß. Ich habe mir gesagt, ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Und so ist das hier für mich zu einem Zuhause geworden. Und wenn ich mich hier wirklich zu Hause fühle, dann habe ich das den Asafs zu verdanken. Mit Blick auf das Weltfamilientreffen, das im Juni in Rom stattfinden wird, haben wir Toni und Andrea gefragt, welche Botschaft sie katholischen Familien vermitteln würden. Ich glaube, viele Menschen denken heute bei Familien nur an die Kernfamilie. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für Familien erdrückend sein kann. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo die Leute kamen und gingen. Meine Eltern haben Flüchtlinge aus Äthiopien, Jugoslawien und aus dem Vietnam aufgenommen. Ich glaube, das hat meinen Horizont erweitert. Und so habe ich diesen Lebensstil auch für meine Familie übernommen. Je mehr Menschen wir kennenlernen und durch Gastfreundschaft, die Mission der Gastfreundschaft, in unser Haus einladen, desto mehr wird unsere Familie bereichert. Das ist zwar sicher nicht leicht, aber wenn wir uns als Familie in Gastfreundschaft üben, evangelisieren wir uns selbst, indem wir andere evangelisieren. Musik.
Mit der Menschwerdung Jesu Christi hat Gott ein menschliches Gesicht bekommen. Wir alle kennen das Antlitz Jesu, seine körperlichen Züge. Von den ersten Jahrhunderten an wurde das Antlitz Jesu so dargestellt, wie wir es heute auf Bilder und Ikonen kennen. Das Bild seiner Mutter, der Jungfrau Maria, hat jedoch keine festen körperlichen Züge angenommen. In verschiedenen Ländern wird sie mit unterschiedlichen Gesichtern dargestellt und überall sieht sie anders aus. In Fatima sieht die Mutter Gottes wie eine Portugiesin aus, in Guadalupe, Mexiko, erscheint sie auf dem Mantel des heiligen Juan Diego als Eingeborene und in Afrika, bei den Erscheinungen in Kibero, Ruanda, ist sie mit dunkler Haut zu sehen. Wenn die Gottesmutter eine historische Person ist, die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, warum kennen wir dann nicht ihr Gesicht? Dieser Frage wollen wir mit Hilfe von Kunst, Geschichte und Theologie nachgehen. Doch zunächst lassen wir uns von der Kunsthistorikerin Liz Leff erklären, was es mit dem ältesten Bild der Mutter Gottes auf sich hat. Das älteste Bild, das wir von der Jungfrau Maria haben, ist kein Porträt und auch keine Ikone. Das älteste Bild der Welt ist die Madonna mit Kind in den Priscilla-Katakomben. Dort sehen wir ein sehr stilisiertes Gesicht. Aber es lässt bereits erkennen, wie sie später immer wieder dargestellt werden wird. Sie ist eine große Figur, die das sehr kleine Jesuskind hält, das sich umdreht, um dich anzusehen. Wir sehen sie also bereits in ihrer physischen Rolle als Thron oder Arche. Und so können wir bereits verstehen, dass die Künstler versuchen, diese Verbindung zwischen Mutter und Sohn zu zeigen. Das Bild der Jungfrau Maria in den römischen Priscilla-Katakomben veranschaulicht die Verehrung der ersten Christen für die Mutter Gottes und lässt erahnen, wie sie in Zukunft dargestellt werden sollte. Ich denke, die Frage nach einem kanonischen Bild der Jungfrau Maria ist eine sehr interessante Frage. Denn wer die westlichen Darstellungen der Madonna mit Kind studiert, denkt automatisch an ein Gemälde von Raphael oder Leonardo da Vinci. Aber eigentlich ist das Einzige, was bei einem Madonnenbild wirklich kanonisch ist, der Umstand, dass sie normalerweise auf ihren Sohn zeigt. Es ist ungewöhnlich, ein Bild von Maria zu finden, das sie allein zeigt, auch wenn es durchaus ein paar solcher Bilder gibt. Aber im Allgemeinen handelt es sich bei den Marienbildern um Darstellungen von Maria, die auf ihren Sohn zeigt, der nach oben weist, um unseren Blick zum Himmel zu lenken. Ich denke also, der kanonischste Aspekt des Verständnisses eines Marienbildes ist, dass Maria immer auf Christus verweist. Sie schaut dich an, sie spricht dich an, aber dann führt sie dich zu ihrem Sohn. Es ist also wie bei der Hochzeit zu Kana, wo sie gesagt hat, tut alles, was er euch sagt. Und genau das ist unsere Verbindung zu ihr. Sie sagt uns, tut alles, was er euch sagt. Im christlichen Osten wird allgemein angenommen, dass der Evangelist Lukas der Maler des ersten Marienbildes war und dass alle Ikonen auf dieses erste Bild zurückgehen. Es gibt jedoch viele Arten von Ikonen. Sie werden in 5 große Gruppen mit griechischen Namen eingeteilt. Hagiosoretiza, die Mutter Gottes, die Fürsprache hält. Oranta, die Mutter Gottes, die im Gebet dargestellt wird. Eloisa, die Mitleidende, die die liebevolle Haltung zwischen Mutter und Sohn bezeichnet. Panachranta, die unbefleckte Jungfrau Maria auf dem Thron. Hodegetria, Maria, die uns den Weg zu Jesus weist. Um herauszufinden, welche Art Ikone der ersten Darstellung der Mutter Gottes beim heiligen Lukas am nächsten kommt, haben wir mit EWTN-Journalist Paul Badde gesprochen. Ich hatte zum ersten Mal in Jerusalem gelebt, da ist uns da eine Ikone gezeigt worden, eine Lukas-Ikone. Die habe ich in dem berühmtesten Ikonenmaler aus Polen gebracht, das ist der heutige Abt Bernhard Maria Altoy von der Dominican Abbey in Jerusalem. Der Benediktiner aber. Er ist der größte Ikonenexperte Polens. Der sagte, aha, Lukas-Ikone. Es gibt eine wahre Lukas-Ikone, die ist aber nicht hier, die ist in Rom. Diese Ikone, die ist aus dem 6. Jahrhundert. Die richtige Ikone, die ist in Rom.
Dann sind wir von Jerusalem nach Rom gekommen, haben die gesucht, aber hier kannte die keiner. Sie kannte keiner. Und irgendwann haben wir es per Zufall gefunden. Nach vielen Jahren, ich schreibe darüber gerade ein Buch. Das ist das wichtigste Buch meines Lebens, was ich darüber schreiben möchte, über diese Ikone. In der nächsten Folge von Vaticano werden wir unsere Suche nach dem wahren Antlitz der Mutter Gottes fortsetzen. Schalten Sie sich wieder zu.